ein kleines Paradies, was die sich hier aufgebaut haben. Wahnsinn, ne? Der Petro ist Schreiner, der hat die ganze Hütte selbst gezimmert. Und hier ist Zimmermann und Schreiner ist hier das Gleiche. Und da macht man keinen Unterschied in Ecuador, habe ich mir sagen lassen. Ich habe gerade noch ins Gästebuch geschrieben und uns als Touris hier registriert. Ja, und jetzt machen wir anscheinend Abfahrt nach Otavalo und wollen dort auf den Markt gehen. Peter möchte noch ein paar Souvenirs shoppen. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Alpaka-Stoff, wer weiß. Und jetzt filme ich hier unsere wunderschöne Abfahrt, denn die Einfahrt kann sich sehen lassen. So, ist doch ein Abgang, den man gut mitnehmen kann, ne? So. Und wir sehen uns auf dem Markt wieder. Jetzt sind wir schon am Flughafen und geben Merle Peter wieder ab. Ha, Abschiede sind immer schwer. Merle, wie war's denn? Ja, super. Wir haben viel erlebt in einer kurzen Zeit, hatten super schöne Erlebnisse und eine coole Zeit, besser als gedacht. Wir haben uns super gut verstanden. Und außer Knüppel, da gucken wir nochmal nach der Regel. Aber sonst war es richtig cool. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr das mit mir gemacht habt und mit mir geteilt habt. Sehr. Deine Top 3 Erlebnisse? Top 3 Wale sehen, Vulkan von so nah und aktiv und die Lagune. Und einfach, dass wir uns wieder gesehen haben. Das ist ja die Nummer 1 schlechthin. Was wäre in einem Satz eine Google-Bewertung für unsere Tour? Das gibt es leider nicht, weil bei so viele Sterne kann ich gar nicht vergeben. Aber ich soll ja auch einen Satz sagen, ne? Deswegen muss ich ja erstmal mir überlegen. Also ich kann es weiterempfehlen, Vanlife müsste man sich dran gewöhnen. Es ist halt nicht immer nur Urlaub, wie alle denken, sondern man muss auch echt viel arbeiten und immer was zu tun. Also ich hatte ja All-Inclusive-Paket, deswegen ich musste nur Wasser filtern. Aber das ist auch in Ordnung, weil das Trinkwasser kann man ja hier auch nicht trinken, muss ich gleich auch dran denken. Nicht, dass ich hier meine Wasserflasche direkt wieder auffülle. Dann war es das im oder im Flugzeug dann wahrscheinlich. Ja, aber nee, so muss man sich dran gewöhnen, ist ein anderes Leben im Van als so klein zu haben und ja, nur das, was man dann auch mit sich führt, dass auch immer Probleme mit sich bringen kann, wo alle irgendwie mit zu kämpfen haben, auch wenn man gerade die anderen kennengelernt hat und so. Und ja, immer eine neuen Ort, man weiß irgendwie manchmal nicht so ganz, wo man abends steht und wir hatten ja es noch gut ausgearbeitet, aber ist schon aufregend. Schön, dass ihr das macht, weiter so. Ja, also uns war es auf jeden Fall ein sehr großes Vergnügen. Es war sehr schön, dass du da warst. Ich glaube, Merle hat es noch ein bisschen mehr bedeutet als mir, aber wir sagen jetzt schon mal, ich drücke dich einfach schon mal für die Kamera. Ja. Schön, dass du da gewesen bist. Danke. Ja, ich mache mir das nochmal ohne Kamera und dann. Ja, ich mag nicht, dass sie sehr. Ja. Gute Reise. Ja. Okay, und da heißt es wieder anschnallen. Abfahrt! Sehr schön. Jetzt sind wir wieder alleine auf dem Campingplatz, also nicht so ganz alleine, denn unsere Bubbles und Hunde sind hier. Einmal Bancho und ich weiß nicht, Chiara hängt auch irgendwo rum, wahrscheinlich liegt die wieder in der Dusche. Unsere Freunde von Road Fox haben uns etwas dagelassen und zwar eine Schablone für ein Spiel. Das haben wir mit ihnen gespielt, die haben das selber aufgemalt, macht richtig Spaß. Das Spiel heißt Brandy Dog und ja, jetzt versuche ich das hier auszuschneiden mit meiner kleinen krummen Säge. Auch schon natürlich die erste Schnittwunde, fachgerecht, wie sich das gehört für mich, ohne Sicherheitsbekleidung. Ja, und dann mal schauen, ob wir hier was hinkriegen. Ne? Das Spiel gibt es übrigens auch im Original zu kaufen, nur leider nicht hier in Südamerika, beziehungsweise haben wir es noch nicht gefunden. Und
weil wir das so gerne spielen, haben wir gedacht, machen wir das jetzt auf jeden Fall. Gibt es aber natürlich, wir verlinken euch das mal unten in der Videobeschreibung, falls ihr so Lust habt, das mal richtig Bock, das Spiel. Kann man zu viert oder zu sechs spielen. Hat so ein bisschen was von Mensch, ärger dich nicht, wird aber mit Karten gespielt. Ich weiß nicht, ob das. Ich meine, das Gute ist, der Wind, der geht in eine andere Richtung als hierher. Mhm. Aber wenn er dreht, ist scheiße. Wahrscheinlich sieht man mich wieder nicht, aber da oben ist gerade mega das Feuer irgendwie ausgebrochen. Wir stehen hier auf dem Campingplatz schon eine Weile. Zeigen wir euch nochmal im Hellen. Ja. Wir gehen jetzt mal nach vorne und fragen, ob wir uns Sorgen machen müssen. Das ist schon echt krass riesig groß. Heftig. Selten so ein großes Feuer gesehen. Das Gute ist, der Wind geht anscheinend in eine andere Richtung. Mal schauen. Gut sieht das nicht aus. Merle hat ja schon eben erzählt, dass wir auf einem Campingplatz stehen, aber wir haben noch gar nicht gesagt, bei wem wir stehen oder wo wir stehen. Wir stehen hier bei Hans auf dem Platz. Hans ist nach Ecuador gegangen vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren und hat diesen wunderschönen Platz hier ja, aufgebaut mit allem drum und dran. Sogar ein Biergarten ist dabei. Und Hans haben wir jetzt gefragt, Hans, was hat es mit diesen Feuern auf sich? Müssen wir schnell los oder was ist passiert? Und er hat die Erklärung. Ja, also hier oben oberhalb vom Berg, da wohnen ein paar Familien, die hüten Ziegen. Und jetzt in der Trockenzeit gibt es zwei Versionen, warum sie diese Berge hier überall im ganzen Land abfackeln. Zum einen, wenn du ein Feuer machst und die Asche bleibt zurück, bildet es Stickstoff. Und wenn der Regen dann kommt, hast du wieder frisches, neues Gras. Die andere Seite, was leider noch viel in den Köpfen der alten Menschen ist, die Legende der Indianer sagt, wenn es qualmt, gibt es Regen. Das hat die Ursache deshalb, weil die meisten, die Feuer machen, um Ende September. Und normalerweise, früher gab es hier pünktlich, fängt die Regenzeit an, so Anfang Oktober. Da warten wir jetzt alle drauf. Und wenn du anfängst, im Ende September das Feuer zu machen und im Oktober der Regen, dann haben diese Legenden irgendwie recht, obwohl sie den Zusammenhang nicht erkennen. Das ist natürlich Blödsinn, ist klar, aber die Leute wissen es leider nicht besser und deshalb geht viel Grasland hier Ende September, Anfang Oktober zugrunde durch eben diese Feuer. Aber mittlerweile ist das Feuer schon wieder gelöscht, weil da liegt nur eine Straße zwischen, die Feuerwehr, die haben wir direkt hier in dem Anwohnen und von daher keine Panik, alles gut. Perfekt, apropos löschen, wir löschen jetzt unseren Durst. Mit einem originalen Hofbräu München Glas. Prost zum Wohle. Und falls ihr wissen wollt, wo dieser Campingplatz ist, wir verlinken euch den. Bis dahin. Jo, dann mal Prost. Ja, ne? Prost. Kebrona den Schick. Hier könnte man auch sowas wie Inas Nacht drehen. Das Feuer ist gelöscht, die Bomberos sind da gestern hochgefahren, alles unter Kontrolle, war kein Problem. Wir haben eine sehr ruhige Nacht hier verbracht und verbringen jetzt gerade noch die letzten Stunden im wunderschönen Ecuador. Wie uns Ecuador gefallen hat, erzählen wir gleich nochmal, aber jetzt gilt es erstmal für uns aufzubrechen, denn wir verlassen Ecuador. Wo geht's hin? Nach Kolumbien und wir sind nicht so gut vorbereitet. Im Moment laden wir gerade noch die Offline-Karten für Kolumbien runter. Das habe ich irgendwie gestern zwar schon angefangen. Ich dachte, er macht das im Hintergrund, aber Google Maps macht das anscheinend nicht, wenn man die App nicht geöffnet hat. Deswegen habe ich gerade festgestellt, oh Gott, wir müssen es nochmal, weil wir haben ja erstmal wieder kein Internet in Kolumbien. Wir brauchen erst eine SIM-Card etc.
Und deswegen ist das super, super wichtig. Aber er ist schon fast bei 90%, also kommen wir eigentlich gleich los. Wir haben schon so viele coole Sachen über Kolumbien gehört. Wir freuen uns mega, mega. Und was noch krasser ist, als ich Kolumbien vorbereitet habe, in dem Südamerika Lonely Planet Reiseführer, wo jedes südamerikanische Land drin ist, habe ich festgestellt, das ist das letzte Land in diesem Reiseführer. Das letzte Land auf dem südamerikanischen Kontinent, das für uns nach Zentralamerika dann hoffentlich geht. Von daher, ja, irgendwie total speziell, das Erlebnis, was jetzt auf uns zukommt. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja. Ja, heute wird aber erstmal noch mal ein bisschen anstrengender, weil wir die Grenze passieren müssen. Wir müssen eine Versicherung abschließen und suchen und abschließen. Dann müssen wir SIM-Karten organisieren und an einen Platz kommen, wo wir dann entspannt übernachten können. Und genau, dann beginnt das große Abenteuer Kolumbien. Und ihr seid natürlich wieder mit dabei. Sehen die Polizisten mit den Bombenhelden. Hier war eine Ampel, aber ich habe kein Licht gesehen. Ah ja. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben es geschafft. Ich auch. Yay, 2,5 Stunden später. Also für die Grenze haben wir gebraucht. Ja. Anfang war es ein bisschen nervig, aber tatsächlich fand ich die Ausreise aus Ecuador jetzt nerviger, weil wir beim Zoll in verschiedenen Schlangen standen und jede Schlange war falsch, bis wir wieder an der ersten Schlange standen und die dann doch richtig war. Das war richtig wild. Aber die Zollgeschichte in Kolumbien, die angeblich so ein bisschen schwierig sein sollte, war jetzt recht easy eigentlich, oder? Ja, es hat alles gut geklappt. Also keine Probleme, die andere hatten, sind uns aufgekommen. Also, dass das Internet zu langsam sei für die Dokumenten-Upload und sowas, da hat die uns super unter die Arme gegriffen, war mega nett. Hat alles gut geklappt, die Polizisten haben uns durchgewunken, niemand hat ins Fahrzeug geguckt, gar nichts. Also, das war einfach nur, ich sag mal, eine schlecht organisierte Grenze, deswegen hat das mit dem Papierkram länger gedauert. Ja. Aber dafür alle nett und easy durchzukommen. Alle wussten genau Bescheid, was sie machen müssen. Das ist immer schon viel wert. Ja, und jetzt sind wir in Kolumbien. Wir zeigen euch immer den ersten Ausschnitt. Guck mal, wow. Die haben ja auch Straßen und Hunde und sowas. Also alles tipptopp. Kolumbien bis dahin, also bis dato. Alles okay. Ja, wir haben jetzt alles geschafft, was wir wollten. Wir haben unser Auto versichert. Geld abgehoben, wir haben Bier eingekauft, die wichtigsten Sachen. Käse. Fahren wir hier noch eine steile Straße gerade runter. Das ist echt. Gerade nichts mehr. Aber die Straße ist echt wild steil. Gut, dass wir die Bremsen gerade frisch neu gemacht haben. Und gut, dass wir die nicht anders fahren müssen. El Santuario más bello del mundo heißt es. Wir fahren jetzt mit dem Cable Car runter und verlassen dieses schöne Hintergrundgeräusch und gucken uns eine echt farbig bunt beleuchtete schöne Kirche an da unten. Und das Cable Car kennen wir schon aus La Paz. Kinderspiel für uns, das macht Spaß, machen wir gerne. Ist angeblich die langsamste der Welt, aber wir nehmen euch gerne mit und spulen mal ein bisschen, wenn es zu lahm wird. Da kommen auch schon unsere Gondeln. Die ist echt langsam. 20 Minutitos, hat sie gesagt. Also 20 kleine Minuten. Wir müssen mit der Kolumbien fahren natürlich, weil heute spielt Kolumbien gegen Uruguay in der Weltmeisterschaftsfinanzierung wurde verfolgt.
17 Uhr. Punkt 17 Uhr starten wir auf die nächste Cable Car Fahrt. Haben wir lange darauf gewartet. Ich habe ja schon gesagt, La Paz war das letzte Mal. Und heute erlebt ihr mit uns die langsamste Cable Car Fahrt ever. Schon mega langsam. Ja, ich dachte nur fürs Rausfahren aus der Station hier und dann gibt es nochmal einen halben km/h oben drauf. Okay. Aber eigentlich auch ganz gut, dass wir jetzt 20 Minutitos hier drin sitzen, weil dann können wir vielleicht mal unser Fazit zu Ecuador ziehen, so lange, oder? Weil das ist ja jetzt hier die erste Sehenswürdigkeit in Kolumbien, die wir unternehmen. Mhm. Und das nutzen wir natürlich, um ein bisschen zu reflektieren, wenn wir die Zeit schon haben. Ja. Und wie fandst du es in Ecuador? Ja, ich fand Ecuador mega geil. Auf jeden Fall, das ist jetzt, Kolumbien ist unser achtes Land und ich würde sagen, Ecuador ist auf jeden Fall unter den Top 3 momentan. Ich glaube, muss noch ein bisschen zeitlicher Abstand dazwischen kommen, damit man das aus der Distanz noch klarer erkennt. Aber es war echt voller Highlights. Wir haben viel erlebt, viele tolle Menschen getroffen. Vom Dschungel bis an die Küste. Die Erlebnisse mit den Walen waren krass. Schön, dass unser Besuch da war, Merle Peter, das war echt eine, das hat das Ganze nochmal so ein bisschen, noch ein bisschen angehoben. Ja, ich fand es richtig schön, also gefällt mir richtig gut. 5 Sterne, gerne wieder. Würdest du sagen, kann man mal hin? Kann man mal hin, auf jeden Fall. Und du? Ich fand es auch mega schön, auch die Top 3, würde ich sagen. Ja, nichts geht über Argentinien bis jetzt, ne? Aber Ecuador ist schon nicht mehr so weit weg, auf jeden Fall. Ja, was ich mega fand, als wir reingefahren sind, wie schnell sich die Landschaft da irgendwie verändert hat. Wir waren gefühlt direkt im Grün, was wir echt in der Form länger nicht mehr hatten, weil wir vorher mega viel durch Steppe und Kieselwüste und Berglandschaften und so gefahren sind. Und das war schon irgendwie in Ecuador auffällig grün, zumindest wenn man im Inland war. An der Küste war ja dann ein bisschen grauer und getrockneter, aber wir haben auch gelernt, dass das wahrscheinlich am El Niño-Jahr liegt, also dass einfach der Regen zu lange auf sich warten lässt im Moment in Ecuador. Genau, von daher, aber in Summe, gerade auch weil Merle da war, mega schön. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob Kolumbien sich auch in die Top 3 drängen möchte und welches Land dann rausrutscht. Und wenn ihr erfahren wollt, welches Land das Nummer 3 Land ist quasi, also welches noch in die Top 3 momentan für uns gehört, dann könnt ihr gerne abstimmen und in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Welches war es gewesen? Oh ja, das ist spannend. Das ist sehr spannend. Gut. Dann verraten wir das bald mal im Community-Bereich. Ja, jetzt hören wir aber auf zu reden, ne? Reicht jetzt auch. Aber wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Wir haben jetzt ungefähr 3 Minuten gequatscht, heißt noch 17 Minuten fahren wir. Okay. Wir machen das für euch natürlich ein bisschen schneller. Also im Gegensatz zu meinem Vater verstehe ich ja nichts von Architektur. Aber ich weiß, dass ich das mag. Sieht mega schön aus.
total faszinierend, dass die Kirche richtig, also in den Fels reingebaut wurde quasi. Hier sieht man ja noch richtig die Felswand an der Innenseite. Ich finde, das hat total was Besonderes, richtig schön. Die Disneyland-Kirche. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, Schloss in Disneyland Paris. Naja, vielleicht nicht ganz so. Aber richtig cool. Also, erste Sehenswürdigkeit Kolumbien. Hatte auf jeden Fall definitiv was. Nicht nur die Kirche an sich, schon richtig, richtig schön und eindrucksvoll. Dann, als das Licht angegangen ist, als es dunkel wurde, war auch nochmal irgendwie mega. Je dunkler es wurde, desto schöner sieht es aus. Oh, da sieht man es nochmal. Und dann, als wir reingegangen sind, ne, was Max schon gesagt hat, dass sie einfach in den Fels gebaut wurde, ist auch echt toll. Ja, und die Kirche kostet keinen Eintritt. Also muss man dazu auch sagen. Ist alles umsonst, man kann hier komplett so rumlaufen. Nur das Cablecar kostet was. Und zusammen haben wir, glaube ich, jetzt 11,50 Euro bezahlt für alles, oder? So ungefähr. Schon ein Stänkchen Geld, aber dafür hat es sich definitiv gelohnt. Ja, 11,55 Euro für beide, also zusammen. Hier steht No Passe. Ja, hier ist der Eingang. Oh, okay. Jetzt geht's zurück mit der Seilbahn. Vielleicht haben wir gleich noch einen schönen Blick auf die leuchtende Kirche. In der Seilbahn, aus der Seilbahn. Wir fahren heute auf eine sehr, sehr, ja, gefährliche Straße. Und zwar auf die Trampolin de la Muerte. Das ist die sogenannte Todesstraße von Kolumbien.